Bushaltestellung. Sturmfrei. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben den Hammerhafen verlassen. Jetzt kommt gerade die Sonne komischerweise raus. Ich wollte gerade erzählen, es ist sehr diesig und sieht so aus, als würde es gleich anfangen zu regnen. Aber jetzt gerade scheint so ein bisschen die Sonne. Es ist super diesig. Wir sind nicht mal eine Meile vor Bornholm am Kreuzen. Und wir sehen die Insel einfach nicht mehr. Sie ist verschwunden im Nebel. Wir hoffen, dass wir da auch wieder ankommen. Marlene steuert sehr souverän. Es sind richtig schöne Segelbedingungen. Es sind irgendwie so 10, 11 Knoten Wind. Wir segeln hoch am Wind. So gut wie keine Welle. Es fängt leicht an zu nieseln. Es fängt leicht an zu nieseln. Richtig schöne Segelbedingungen alles bei Anna. Alles außer das Wetter. Ich meine jetzt so Wind und Welle. Wind und Welle sind echt erste Sahne. Gestern war ganz schöner Sturm aus West, deswegen wollten wir auch geschützt liegen. Wir sind natürlich nicht rausgefahren, haben eine nice Wanderung gemacht. Und hier ist einfach so ein Hafenbecken-Schwimmbad for free. Mit Sauna auch for free und mit Sprungturm. Da oben sind wir auch erstmal runtergesprungen. Anna auch, obwohl sie Höhenangst hat. Aber da kennt ihr ja nichts. Dann haben wir eine schöne Wanderung gemacht. Wir zeigen euch hier mal ein paar Bilder und Videos. Haben wir alles bei Instagram gepostet, da seid ihr ja immer live, up to date. Hier mal eben entdeckt, weil die Suppe ist auf dem Herd. Jetzt ist der Plan, morgen früh nach Renne zu fahren. Das ist hier so die Hauptstadt. Und dann noch Renne auszuchecken und ab morgen Abend passt der Wind, um nach Rügen rüber zu fahren. Da müssen wir auch eigentlich schnellstmöglich hin, weil in 2 oder 3 Tagen muss von Anna von Rügen nach Oldenburg fahren, einmal kurz. Und was machst du denn? Ich nähe einen Überzug für unsere Wärmflasche. Wir haben 2 Wärmflaschen an Bord, aber nur eine von beiden hat so einen Überzug und dann verbrennt man sich daran immer. Und Leute, ihr wisst, der nächste Winter kommt bestimmt. Wir müssen ausgerüstet sein. Yes. Es beginnt so langsam mit den Wintervorbereitungen. Den Vorhang haben wir heute auch schon wieder aufgehangen, damit nicht so viel Wärme entweicht, weil wir müssen bald wieder anfangen zu heizen. Und was haben wir gerade noch gesagt, dass wir wieder Sachen einpacken müssen, ne? Wir müssen wieder anfangen, unsere Sachen, die in den ganzen Wachskisten liegen, vernünftig und luftdicht einzupacken, weil die Feuchtigkeit an den Außenwänden vom Boot könnte kritisch werden. Uns sind ja letztes Jahr diverse Sachen verschimmelt, wie beispielsweise Bambuszahnbürsten, T-Shirts, Hosen. Also da müssen wir wieder ein bisschen was einpacken. Und das auch früh genug, weil die Zeit mit Feuchtigkeit, die beginnt schon. Also morgens ist schon wieder ja, die Wände und so nass und das wird jetzt immer nur noch schlimmer oder feuchter. Deswegen müssen wir es auch machen. Die Wintervorbereitungen fangen langsam an.
wir haben Rennen jetzt angeschaut. Es ist jetzt 18.30 Uhr oder so. Jetzt geht's los. Die erste Wache. Marlene geht gleich in die Koje. Der Mond scheint, es ist relativ hell. Also jetzt nicht nur, weil mich die Lampe anstrahlt, sorry, sondern weil der Mond so schön leuchtet. Und ich murmel mich jetzt hier gemütlich ein, halt die Stellung. Wir segeln mit 1, irgendwas Knoten. Aber es ist völlig okay, weil es ist richtig schön. Still, ruhig. Keine Welle. Und das erste Mal segeln mit Mondschein. Unsere beiden letzten Turns waren einfach true bei Neumond, beide. Ja, beziehungsweise der Mond war so richtig schmal, also hat ja gar kein Licht abgegeben, so richtig. Boah, und der hier ist jetzt einfach halb. Mehr als halb sogar, krass. Das ist das erste Mal, dass wir das sehen. So. Und der so leuchtet echt doll. Also. Und ich verabschiede mich jetzt in die Koje. Gute Nacht. Wenn was ist, ruf mich. So, ich bin jetzt dran mit Wache und Anna hat sich pennen gelegt. Irgendwo rechts von uns ist so ein riesiger Windpark. Sieht aus wie eine Disco. Alles blinkt rot und wir segeln da jetzt ganz schön knapp dran vorbei. Aber ist halt der direkte Kurs von Rönne nach Sassnitz. Ist halt genau da knapp dran vorbei. Der Wind hat gut zugenommen. Es läuft jetzt richtig herrlich. Die Windstellenlage steuert schon seit ein paar Stunden. Und wir laufen mittlerweile ja, zwischen 3,5 und 4 Knoten. Was will man mehr? Also wir wollen auf gar keinen Fall mehr. Wenn ihr euch wundert, dass wir immer solche sanften Winde haben nachts, das suchen wir uns natürlich so aus. Wir wollen uns ja erstmal bei solchen Winden rantasten und nichts überstürzen. Ihr kennt uns, wir sind immer lieber einmal zu vorsichtig, deswegen haben wir wieder, wir haben noch insgesamt 32 Meilen to go, also ja 9 bis 10 Stunden oder so. Vor mir bzw. hinterm Schiff versucht gerade die Sonne aufzugehen. Richtig schön. Ich konnte heute Nacht relativ gut pennen. Marlene liegt jetzt in der Koje und holt ihren Schlaf nach, denn die hat heute 4 Stunden gesteuert. Von 2 bis 5, also von 1 bis 5, also diese ganz eklige Zeit. Und jetzt mache ich die Morgenstunden. Laut Plotter kommen wir in 5 Stunden an. Es ist jetzt, glaube ich, 7 Uhr oder 6.30 Uhr. Ja, es läuft ganz gemütlich mit 3,5 Knoten. Also echt schön. Aber ich freue mich auch, wenn wir im Hafen angekommen sind und so richtig entspannt schlafen können.
ist sie endlich, die Sonne. Und ganz vorne vorm Bug sieht man einfach schon die Steilküste von Rügen. So verrückt, dass wir jetzt einfach weit in Deutschland sind, wo wir mit dem Boot jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr waren. Es fühlt sich irgendwie voll schön an, dass wir nach Hause kommen, auch wenn wir noch nie auf Rügen waren. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die deutsche Ostseeküste. Mal gucken, was das eigene Land so direkt vor unserer Nase zu bieten hat. Der Berg. Anna pennt nicht, aber sie chillt. Wir sind in 10 Meilen da. Unfassbar, wie gut das läuft. Gerade einfach 5,4 Knoten. Immer noch halber Wind und ja, hat alles ein bisschen zugenommen. Also läuft super geil. Ein bisschen mehr durchgeschaukelt. Ich konnte trotzdem mega gut pennen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache mir zu viel Sorgen und so, wenn ich die Wellen immer an mein Bett klopfen höre. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden oder so gepennt. Bin ich wach geworden und habe gesagt, Anna, du kannst wieder chillen. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und ja, 10 Meilen to go. 2 Stunden und ein bisschen. So, sehr schaukelige Angelegenheit hier. Wir haben uns jetzt gerade überlegt, dass wir die Segel erst, also das Großsegel erst im Hafen runterholen. Der Motor ist jetzt schon an. Das Groß steht noch. Wir segeln jetzt auf die Hafen einfach zu und dann machen wir die ganzen Manöver drin. Also bereiten auch alles erst drin vor. Wir haben es sicher in den Hafen von, wie heißt das? Sassnitz. Sassnitz geschafft. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück auf Backbrötchen. Das haben wir uns verdient. Warm, Nudelsalat von gestern. Nudelsalat, Baked Beans. Nein, ihr wisst Smoothies. Nicht. Wir sind auch ziemlich proud, weil ja doch dann ganz schön viel Wind und auf eine Nachtfahrt ist man eh immer stolz. Frühstücken, ab in die Koje. Und dann Anna verabschieden. Die fährt ja morgen. Nee, fährst du morgen? Ja. Echt? Ja. Ja, krass. Ab morgen sturmfrei. Ich dachte, ich vertreibe mir mal die Zeit mit einer längst überfälligen Aufgabe. Wir hatten darüber auch mal bei Instagram berichtet. Oben im Ankerkasten hatten wir so ein Masseband. Dieses hier. Das ist auch so durchgebröselt und da wussten wir auf jeden Fall, dass das nicht so gehört. Aber wir wussten auch nicht so richtig, wozu das gehört. Jetzt mittlerweile haben wir dem Kabel, also habe ich das hier jetzt vorne mal aufgeschraubt, das allererste Mal. Das gehört, glaube ich, das ist so Blitzableitung oder so. Das geht von einer Schraube am Bugkasten einfach durchs Deck und dann in den Kiel. Und da ist es wieder angeschraubt, also in unsere Bodenplatte. Deswegen oben habe ich da jetzt ein neues Kabel hingemacht. Zwar so ein Batteriekabel, aber das sollte ja auch gehen. Und ja, wie gesagt, zum ersten Mal hier reingeguckt. Ja, und so sieht das hier aus, hier vorne.
Und da an dieser Schraube, an die Schraube da kommt dieses Kabel hier gleich rein. Das werde ich gleich auf jeden Fall noch abschleifen und reinigen. Und dann geht es auf jeden Fall noch vielleicht bis zum Winter. Und sonst machen wir dann Neues daran. Aber ich habe, wie gesagt, zuerst mal da reinguckt und festgestellt, dass die Ankerwinch einfach unten ja so einen Motor hat und so. Hätte ich mir auch denken können, aber wusste ich nicht. Und da die ja kaputt ist, wäre es cool, wenn ihr mir mal kurz sagen oder schreiben könntet, was ich daran jetzt so testen könnte, was kaputt ist oder so. Keine Ahnung, das ist ja eigentlich so ein geschlossener Kasten. Ich will da jetzt auch nicht einfach so beigehen, wenn ich keine Ahnung habe. Aber was sind denn so typische Sachen, die bei Ankerwinchen kaputt gehen, weil die macht einfach nichts mehr. Also, wenn ich den Strom dafür anmache und drauf drücke auf die Knöpfe, dann passiert ja gar nichts. Naja, aber jetzt schraube ich erstmal das Kabel an. Dann kommt die Platte da wieder zu. Also die kommt da wieder drauf. Und dann muss ich hier vorne weiter aufräumen. Denn wir bekommen, heute Abend kommt Anna wieder und dann bekommen wir auch Besuch. Und dann segeln wir zu dritt weiter. So, nächster Tag. Ich habe mich um alles gekümmert, was da vorne mit den Kabeln losging. Und ich bin wieder da. Anna ist wieder da. Und wer ist noch da? Hallo. Jule ist auch am Start. Die kennt ihr noch von letztem Jahr, oder? Ja. Ja, stimmt. Und die segelt jetzt. Ja, wie lange segelt sie mit? Bis zur Woche. Ja, bis nächste Woche. Also, ja, eine Woche. Los geht's. Wir legen jetzt auch direkt ab. So, wir sind jetzt alle auch warm eingepackt. Wir haben mega Bock zu segeln. Wir waren jetzt ja 4 Tage oder so hier in Sassnitz segelfrei. Tat auch mal gut, aber jetzt ist auch wieder Zeit, weiter zu segeln. Ich habe mir die Zeit übrigens auch noch mit einer anderen Special-Sache vertrieben. Die Leute, die uns bei Instagram folgen, wissen Bescheid. Ich blende hier kurz ein Foto ein als Spoiler. Denn wahrscheinlich kommt nächsten Sonntag oder auch Mittwoch, egal, ich weiß noch nicht, wann ich es fertig bekomme, ein Special-Video zu diesem Abenteuer, was ich alleine gestartet habe. Hier endet jetzt das Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Videolänge ihr euch wünscht. Denn das Video ist jetzt ein bisschen kürzer, ich glaube 17, 18 Minuten oder so. Ja, was gefällt euch am besten? 15, 20, 25, 30 Minuten. Würde uns mega freuen, wenn ihr uns da ein Feedback gebt. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann.